die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Sorgt euch nicht um euer Leben. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Erinnern Sie sich oder stellen Sie es sich vor. Eltern und ihre Kinder. Dass Kinder ernährt und gekleidet, gewickelt und versorgt werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Welche Eltern tun dies nicht? Gewiss unterschiedlich, je nach den ihnen gegebenen Möglichkeiten. Aber die Tatsache an sich steht außer Frage. Eltern wissen, was es zum Leben braucht. Wichtiger als all diese äußeren Rahmenbedingungen aber ist die Zuwendung. Ein Beispiel dazu liefert die Geschichte. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, ließ Säuglinge nach dem Motto sauber und satt versorgen und sie alle starben, weil sich das als zu wenig erwies. Also ist es die Liebe, die uns leben lässt. Uns alle, nicht nur die Kinder. Deshalb legt Jesus uns ans Herz, uns nicht zu sehr um all die äußerlichen Dinge zu sorgen, sondern unsere Energie in das Wesentliche zu stecken. Um sein Reich, das Reich Gottes, soll es in unserem Leben gehen. Und das wesentliche Merkmal dieses Reiches ist die Liebe. Vielleicht klingt das erst einmal sehr platt, den Menschen lieben. Aber wie? Stellen wir uns doch dieser Frage. Bei genauerer Betrachtung bietet sich hier ein weites Feld an Möglichkeiten. Jede und jeder von uns ist gesegnet mit sehr unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten. Diese einzusetzen im positiven Sinne, den Menschen damit zu dienen, sich zur Verfügung zu stellen, in den Dienst nehmen zu lassen, nicht aus Eitelkeit, sondern aus Liebe. Eine Strophe des alten Kirchenliedes, wer nur den lieben Gott lässt walten, das mir oft bei Beerdigungen begegnet, besingt das so. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verrichte das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Auf Gottes Wegen gehen. Wie das aussieht, hat Jesus uns ja vorgemacht. Und ich soll nun das Meine getreu verrichten. Das einbringen in diese Gesellschaft und Welt, was ich zu geben habe. Mich also nicht um mein Leben zu sorgen, sondern um ein gemeinsames Leben in gegenseitiger Achtung und Verantwortung. Und dazu können wir alle beitragen, ob jung oder alt. Worauf warten wir? Unser Leben vor Gott zu tragen und ihm hinzuhalten, damit er in uns wirken kann, dazu fordert uns diese Liedzeile auf. So beten wir. Herr, erfülle uns mit deiner Liebe. Lass uns erkennen, was unser Beitrag für eine Welt ist, in der die Liebe regiert. Und schenke uns Fantasie und Tatkraft, dies umzusetzen und zu leben. Dazu begleite uns mit deinem Segen. Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.